Oh, noch ein Teil vom Zyklop. Leer, das ist leer. Und wir looten hier schön weiter, was geht. Integrating new PDA data. Essen einen hiervon. Ja. Trinken ein bisschen Wasser. Ist auch nichts weiter. Sieht zumindest nicht danach aus. Kann man das hier öffnen? Sehen, ob hier Ruhrquartiere irgendwo sind. Die Motten decken Maschinenraum. Stoffblock. Lass mich in Ruhe, du verdammtes Viech. Noch ein Reparaturwerkzeug haben wir doch dabei. Schauen wir mal. Integrating new PDA. Jawohl. Seemottenfragmente nehmen wir mal mit. Kommen wir ohne Laserschneider nicht weiter. Also auf zum Maschinenraum. Das ist der Maschinenraum. New blueprint acquired. Warning, local radiation at maximum tolerable level. Containment breach repaired.
further breaches detected. Den Lex hier. Weiß nicht, was es uns bringt, die zu schließen, aber wieso nicht? Further breaches detected. Wieso nicht? Scheint kein Leck zu sein. Er brennt nur. In Anführungszeichen nur. Signal. Alter, relax. Containment breach repaired. Further breaches detected. Containment breach repaired. Further breaches detected. Noch mehr Lex. Containment breach repaired. Further breaches detected. Und hier ist noch mehr. Containment breach repaired. Further breaches detected. Containment breach repaired. Further breaches detected. Hier sind noch zwei dran. Reparieren wir halt die Teile, wenn wir schon mal da sind. Containment breach repaired. Further breaches detected. Containment breach repaired. Further breaches detected. Da noch zwei. Und dann sind wir auch durch mit dem Containment breach Reparieren hier. Further breaches detected. Drive core breach sealed. Radiation levels decreasing. Ah ja, geil. Ist super. Man kann in dem Game sogar was für die Umwelt tun. Finde ich gar nicht ungeil. Tja, was nun, wäre die Frage. Ich glaube, weiter rein kommen wir ohne Lasercutter leider nicht. Aber immerhin haben wir jetzt ein Modul zusammen, um mit der Aurora tiefer tauchen zu können. Das ist schon mal ein kleiner Vorteil für uns.
Dann würde ich sagen, die nächsten Folgen für Subnautica sind auch sicher. Richtig geil, es macht Spaß. Und wir kommen langsam voran, aber stetig. Stetig, ja. Dann machen wir jetzt den Heimweg zur Heimatbasis und ja. Schauen, dass wir nächstes Mal den oder dass wir vielleicht sogar jetzt noch unser neues Upgrade in die Seemotte Lotte einbauen. Und können dann in den nächsten Episoden ein bisschen tiefer tauchen. Schon mal, was ziemlich geil ist. Und vielleicht können wir uns weiter auf die Suche nach dem letzten Teil für den Lasercutter begeben, mit dem wir dann auch die Aurora weiter erforschen können. Sobald wir die paar Sachen haben, wird das richtig cool. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ich glaube, ich werde jetzt auch gleich die Folgen rendern und ja, macht Spaß. Ich glaube, das hier nehme ich als Screenshot. Für die letzte Folge diesmal. Und wir nähern uns der Basis, der Endstation für die heutige Session. Ich dachte eigentlich, ich mache auf der Aurora eine kleine Aufnahmepause. Aber da wir die leider nicht weiter erforschen können. Ohne Lasercutter leider. Können wir da nichts machen. Lager hier. Wir machen den Lagerfeld. Lagern ein paar Sachen ein. Snacken uns noch, bis wir voll sind. Genau. Und mit, ja. Vielleicht bauen wir in der nächsten Folge auch einfach eine Basis noch ein bisschen weiter. Ist ja auch nicht verkehrt. Moment. Und mit Ausblick auf unsere Seemotte Lotte bedanke ich mich bei allen, die zuschauen. Jeder, der liked, jeder, der meinen Kommentar hinterlässt. Ihr seid meine Helden. Für euch produziere ich und weil es mir Spaß macht. Macht's gut. Ciao und bis zur nächsten Folge Subnautica. Cheerio! Schönen Dienstag noch.